Herzlich willkommen zu Teil 2 aus der Videoreihe vom Fotografieren bis zum fertigen Bild an der Wand. Heute geht es um die Bildbearbeitung. Wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast, solltest du das auf jeden Fall nachholen. Dort habe ich nämlich genau dieses Foto hier fotografiert. Und heute geht es jetzt darum, dass wir das Ganze bearbeiten und für den Druck vorbereiten. Dann gibt es noch einen dritten Teil. Das ist dann der Druck und wie wir das Ganze an die Wand bringen. Aber heute geht es um die Bearbeitung in Lightroom und auch ein bisschen in Photoshop. Das Ganze wird unterstützt von Saal Digital. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wenn du selber deine Bilder drucken willst, dann check auf jeden Fall mal den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Dort geht es zu Saal Digital. Die haben viele tolle Produkte, die du an die Wand bringen kannst. Sie haben Kalender, Fotobücher und vieles mehr. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt direkt los mit unserer Bearbeitung und zwar in Lightroom. Los geht's. Ich bin jetzt in Leitung drin, habe mir den Ordner aus den Dolomiten aufgemacht. Natürlich war ich noch an ein paar anderen Locations. Das ist jetzt hier also von ein paar Tagen zuvor. Und jetzt scrolle ich mal ein bisschen weiter runter, bis ich bei den Fotos von den drei Zinnen bin. Das war hier, geht's los. Und du siehst, ich habe eine ganze Menge Fotos gemacht. Insgesamt müssten es so ungefähr na, knapp 300 Bilder gewesen sein. Und du siehst auch, dass ich hier schon ein paar bearbeitet habe, logischerweise. Das Bild ist... Also auch schon online. Ich möchte dir heute trotzdem zeigen, wie ich das Ganze bearbeitet habe. Fangen wir aber erstmal damit an, dass ich mir natürlich das richtige Bild aussuchen muss. Bei 300 Bildern, die eigentlich alle relativ ähnlich aussehen, außer dass die Wolken- und Nebelstruktur ein bisschen anders ist, ist das natürlich schon ein bisschen zeitintensiver. Ich gehe einfach mal hier rein in das erste Bild und dann siehst du mal, wie ich das Ganze jetzt hier auswählen würde. Also du siehst erstmal, ich habe jetzt hier nochmal kurz ein bisschen rausgezoomt. Dann habe ich die Kamera. Richtig auf dem Stativ festgemacht und habe dann im Endeffekt im A-Modus fotografiert. Das heißt, die Kamera hat automatisch die Belichtungszeit angepasst. All das, wenn du das nicht gesehen hast, kannst du dir nochmal in dem ersten Video dazu anschauen. Jetzt geht es darum, mal zu gucken, wie jetzt hier so die Wolken- und die Nebelstruktur war und welche Bilder sich am Ende dann tatsächlich dafür eignen. Ich möchte ein Bild haben, wo man schon die drei Zinn selber auch wirklich sieht. Also sowas hier in die Richtung gefällt mir schon wesentlich besser, als wenn das hier so komplett vernebelt ist, weil dann habe ich nicht wirklich viel davon. Der Vordergrund ist komplett ohne Nebel, aber die drei Zinnen selber, das Hauptmotiv ist natürlich dann in den Wolken drin, das macht nicht wirklich viel Sinn. Eigentlich wäre es andersrum wesentlich besser, wenn wir hier im Vordergrund Nebel hätten und die drei Zinnen aus diesem Nebel hervorgucken. Und ich habe natürlich meine Auswahl hier schon getroffen. Du wirst gleich sehen, sobald wir etwas weiter nach hinten gehen in dem Zeithorizont, in der Zeitachse, wird das Ganze besser und da gibt es dann auch die Fotos, die wir verwenden können. Ich schaue jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch. Du siehst, wie dieser Nebel und diese Wolken hier immer an den Seiten von den drei Zinnen aufgestiegen sind und dann über den drei Zinnen so ein bisschen hingen. Also, das sah richtig gut aus. Und je weiter der Abend fortgeschritten war, umso mehr Nebel kam jetzt hier zum Beispiel von der linken Seite herein. Kannst du jetzt mal so ein bisschen darauf achten. Wenn ich weitergehe, dann kommt diese Wolken- und Nebelstruktur hier immer mehr in das Bild rein. Hier ist schon mal ein erstes Bild, was ich bearbeitet habe. Beziehungsweise habe ich dem mal einen Stern gegeben und am Ende die Bilder mit den drei Sternen hier, das sind die Bilder, die ich dann für die Bearbeitung auch benutzt habe. Und man sieht jetzt hier, ich zeige jetzt mal das unbearbeitete Bild, man sieht jetzt hier an dieser Stelle schon mal ganz gut, dass wir viele Wolken, viel Nebel drumherum haben, aber hier die Spitzen sehr schön durch den Nebel durchschallen und das ist genau dieser dramatische Effekt, den ich haben wollte. Das ist jetzt aber nicht alles. Ich möchte natürlich hier im Vordergrund auch noch so ein bisschen Nebel haben und jetzt schauen wir einfach mal weiter, ob es weitere Fotos gibt, die dem so ein bisschen zutreffen. Die hatte ich noch mal eins ausgewählt mit einem Stern. Ja, fand ich auch gar nicht so schlecht. Gucken die Spitzen so ein bisschen heraus, aber es war noch nicht optimal. Da bin ich jetzt noch mal ein bisschen weiter gegangen und jetzt kam nämlich dieser Nebel hier in den Vordergrund rein. Jetzt ist dieser Nebel und diese sind diese Wolken hier wirklich in den Vordergrund reingezogen? Das, was ich eigentlich wollte. Nur natürlich, die drei Zinnen sind jetzt wieder komplett verdeckt. Das ist ein bisschen schwierig gewesen. Deswegen habe ich weiter fotografiert und geguckt: okay, wie ziehen diese Wolken, wie zieht dieser Nebel jetzt weiter? Und macht es Sinn, da hier noch weiter abzuwarten? Und ja, kleiner Spoiler, es hat Sinn gemacht. Wenn ich jetzt hier mal weiter gucke, das ist schon wieder was, was mir ziemlich gut gefällt. Deswegen hat das Bild auch einen Stern bekommen. Hier sind die Wolken von links reingezogen und dann über den Kamm rüber nach rechts rüber. Das gefällt mir zum Beispiel schon sehr, sehr gut. Und dann habe ich hier das nächste Bild mir ausgesucht, was ich toll finde, dass der Nebel hier schöne Struktur hat. Man sieht trotzdem zwischendurch immer noch wieder etwas durch. Man kann die drei Zinnen sehr gut sehen. Also das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr gut gefällt, wo der Nebel hier so über den Kamm rüberkommt, ohne dass er komplett dicht ist, sondern man kann immer noch ein bisschen durch den Nebel durchsehen. Das war mir schon relativ wichtig. Genauso bei dem Bild hier auch. Hier hat man von den drei Zinnen oben wieder sehr viel, was man sieht. Das gefällt mir gut. Und jetzt kann man hier so weiter gucken. Jetzt ist der Nebel aus dem Vordergrund hier wieder so ein bisschen rausgezogen. Schauen wir mal. Ja, hier kommt noch mal ein Bild. Was ich dann auch mitverwendet habe, das ist dieses hier. Das sieht man hier auch nochmal sehr schön. Hier gefallen mir vor allem die drei Zinnen oben sehr gut, weil hier so ein paar Wolken drin hängen, aber man sieht trotzdem alle drei Spitzen hier sehr gut. Und diese Auswahl habe ich dann im Endeffekt getroffen. Jetzt gehe ich hier mal auf die Grid-Ansicht zurück und unter Attribut hier oben wähle ich mir mal hier drei Sterne aus. Ich gebe diesen Bildern jetzt mal noch vier Sterne, dass ich die noch ein bisschen besser sortieren kann und wir hier die bearbeiteten Bilder mal rausnehmen aus der Auswahl. Jetzt haben wir hier diese vier Bilder und die kann ich jetzt erstmal so grundlegend hier in Lightroom bearbeiten und dann könnte ich diesen dann nochmal in Photoshop zusammenfügen, weil ich so ein bisschen aus allen Bildern finde, gibt es so also ein paar, der mir besonders gut gefällt. Hier zum Beispiel gefällt mir die linke Seite hier sehr, sehr gut, die sehr dramatisch ist, ähm, aber ich. Ich finde es gerade hier im Vordergrund ein bisschen langweilig. Dafür habe ich jetzt zum Beispiel hier solche Bilder, wo der Nebel hier noch reingezogen ist und schön über den Kamm rüber ist. Einmal das Bild und auch einmal das Bild. Das gefällt mir hier sehr, sehr gut mit dem Vordergrund. Und auch dieses Bild gefällt mir sehr gut, weil wir hier in diesem Bild die Spitzen am besten sehen. Und trotzdem sind die so ein bisschen im Nebel verhangen. Also fangen wir einfach mal an. Ich gehe mal ins Entwickeln-Modul. Hier habe ich übrigens die Preset Toolbox 2.0 drin. Also wer daran Interesse hat, www.lightroom-system.de, könnt ihr einfach mal abchecken. Ich könnte dieses ganze Bild jetzt hier, ich sag mal in einer Minute ungefähr bearbeiten. Habe ich tatsächlich auch hier mit dem fertigen Bild so gemacht. Aber ich möchte dir natürlich in diesem Video genau zeigen, wie ich bearbeite. Und deswegen blende ich das an dieser Stelle hier mal aus. Nur der Hinweis auf diese Preset Toolbox soll einmal gegeben sein. Schauen wir uns das Ganze jetzt hier einfach mal direkt an. Ich würde sagen, wir können den Weißabgleich auf jeden Fall mal noch ein bisschen wärmer machen. Denn ich möchte hier diesen Sonnenuntergang, den man im Hintergrund sieht, schon noch ein bisschen mehr herausarbeiten. Und ich denke mal, auch die Tonung könnte ich noch so ein kleines bisschen mehr ins Magenta ziehen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann würde ich als nächstes die Lichter ein kleines bisschen... Abdunkeln und die Tiefen etwas auffällen. Das ist so dieses typische minus 50 plus 50, damit man den Dynamikumfang des Bildes noch so ein bisschen erhöht. Und man sieht jetzt auch in dem Histogramm, dass ich rechts sowieso nicht anstoße. Das ist ganz gut. Und links so ein ganz kleines bisschen, was aber vollkommen in Ordnung ist. Dann insgesamt kann noch ein bisschen Kontrast hinzugegeben werden. Den stelle ich mal so auf plus 20. Ich denke mal, die Weißtöne kann ich noch ein bisschen weiter herausziehen hier, weil die tatsächlich ja hier auf der rechten Seite des Histogramms noch nicht anstoßen. Jetzt ist es insgesamt ein kleines bisschen zu hell geworden, aber darum kümmern wir uns jetzt als nächstes, denn ich werde jetzt hier einmal in den Masken den Himmel auswählen. Und den Himmel möchte ich insgesamt noch so ein kleines bisschen abdunkeln. Ah, der soll schön dramatisch werden, so wie jetzt hier in dem Fall schon vorhanden ist. Das gefällt mir gut, vielleicht geben wir noch ein kleines bisschen Kontrast hiermit dazu in den Himmel und dann sieht das Ganze doch schon richtig gut aus. Wir werden aber noch eine zweite Maske erstellen. Ich werde wieder den Himmel auswählen und diesmal drücke ich aber noch die Options- oder die Alt-Taste, bilde daraus eine Schnittmenge mit einem linearen Verlauf, den ich von oben nach unten hier aufziehe. Das hat jetzt den großen Vorteil, dass ich dem Himmel einen Verlauf gebe, aber gleichzeitig den Berg hier komplett außen vor lasse. Und diesen Verlauf, den ziehe ich jetzt hier auch mal noch ein bisschen weiter nach oben. Ich möchte also wirklich nur den oberen Teil des Bildes jetzt hier noch mal so ein bisschen mehr abdunkeln. Jetzt werden wir eine weitere Maske erstellen, denn diesmal möchte ich mich um den Vordergrund kümmern. Den möchte ich nämlich tatsächlich noch so ein kleines bisschen wärmer gestalten. Wie kann ich das machen? Da gibt es tatsächlich hier noch keine wirkliche Funktion für, aber ich kann den Himmel auswählen und diese Maske einfach umkehren. Und dann habe ich den Vordergrund. Und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte die Temperatur zum Beispiel noch ein kleines bisschen wärmer einstellen. Und jetzt kann ich aus dem Maskenmenü erstmal wieder rausgehen und könnte zum Beispiel hier in die Kalibrierung reingehen und so ein kleines bisschen an den Farben arbeiten. Übrigens, wer meine Lightroom-Formel noch nicht kennt, da gibt es das kostenlose E-Book dazu, auch auf www.lightroom-system.de kann man sich einfach mal geben. Und dort gibt es sechs Schritte zum perfekten Bild in Lightroom. Und nach diesen sechs Schritten arbeite ich jetzt hier auch. Ich habe also jetzt hier gerade... Als erstes die Helligkeiten eingestellt und jetzt bin ich gerade bei den Farben, die ich einstelle. Das ist Schritt 2. Ich denke mal, so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Vielleicht ein kleines bisschen Sättigung in den Primärwerten Blau hier noch mit rein. Jetzt können wir als nächstes hier noch in die HSL-Tabelle reingehen und so ein kleines bisschen an den Sättigungen noch arbeiten. Gerade das Orange möchte ich hier noch ein kleines bisschen sättigen. Vielleicht noch ein kleines bisschen das Rot. Das Lila kann auch noch ein bisschen hervorgehoben werden. Gleichzeitig können wir die Luminanz noch von den Orangetönen ein kleines bisschen runtersetzen. Von den Gelbtönen machen wir sie dafür ein bisschen heller. Und auch die Rottöne können noch ein kleines bisschen heller. Und jetzt könnte ich nochmal darüber nachdenken. Ich gehe nochmal in die Maske rein. Und gerade hier die Himmelsmaske, diese Verlaufsmaske, da könnte man die Temperatur hier noch ein bisschen ins Bläuliche ziehen. Und damit so ein bisschen so einen Farbkontrast aufbauen. Also den Himmel ein bisschen bläulicher machen. Und hier unten haben wir sehr viele warme Töne drin. Vielleicht gehe mal sogar in der Tonung noch ein kleines bisschen Magenta mit dazu. Jetzt kommen wir so langsam in einen Bereich, wo es mir richtig gut gefällt. Die Maske hier, die diesen Vordergrund, ich werde ich jetzt vielleicht die Temperatur mal wieder ein kleines bisschen zurücksetzen noch und dafür noch ein bisschen mehr Magenta mit dazu geben. Und jetzt sieht das Ganze von den Farben her auch schon richtig gut aus, wie ich finde. Was wir auf jeden Fall noch machen können, ist das Blau hier in der Luminanz noch so ein bisschen anheben. Vielleicht auch das Aquamarin noch so ein bisschen. Ja, es bringt jetzt nicht so viel. Aber so ein kleines bisschen. Und ich gehe auch nochmal in die Grundeinstellung rein und werde auch insgesamt die Belichtung mal noch so ein kleines bisschen aufhellen hier. Kontrast können wir noch ein bisschen mehr machen. Und vielleicht so ein kleines bisschen die Schwarzwerte noch abdunkeln. Das weiß nehme ich auch mal wieder ein kleines bisschen zurück. Also du siehst, es ist so ein bisschen vorwärts, rückwärts. Immer mal so ein bisschen überprüfen und einfach immer mal wieder auch ein kleines bisschen was zurücknehmen. Und dafür andere Sachen wieder ein bisschen mehr hervorheben. Farbtemperatur und Tonung kann man hier auch noch mal so ein bisschen abgleichen, aber so sieht das Ganze doch schon relativ gut aus, wie ich finde. Könnten vielleicht hier die Primärwerte grün auch noch ein kleines bisschen rausnehmen. Und dann gehe ich als nächstes in die Gradationskurve rein und hier werde ich mal den Blaukanal mir nehmen und da einfach in den Highlights, also in den wirklich hellen Bildbereichen ein bisschen blau rausnehmen. Dafür kommt dann so ein bisschen gelb dazu, also wir machen die Hellen Bildbereich hier noch ein kleines bisschen wärmer. Und gleichzeitig im Color Grading kann ich jetzt auch mal gucken, dass ich die Schatten hier noch ein bisschen ins Bläuliche einfärbe. So ungefähr. Die Lichter, die können so einen schönen Orangeton bekommen. Und die Mitteltöne, dem gebe ich mal, ah, den gebe ich mal so einen richtigen schönen Rot-Look. Muss man aber aufpassen, dass man mit sehr wenig Sättigung arbeitet. Dann kann ich das Ganze noch ein bisschen überblenden. Und den Abgleich, den setze ich mal so auf minus 50. Jetzt können wir mal nochmal in die Masken reingehen, denn ich möchte auf jeden Fall noch mit einem radialen Verlauf hier arbeiten. Den ziehe ich mal auf. Wenn ich die Command-Taste dabei drücke und dann doppelt hier draufklicke, dann wird diese, dieser Radialverlauf automatisch direkt bis an die Ränder herangebracht. Und das ist jetzt der erste Radialverlauf, da werde ich die Mitte mal hier noch ein kleines bisschen aufhellen. Ich werde also den Betrachter mehr so Richtung Bild Mittelpunkt ziehen. Und jetzt werde ich eine zweite Maske erstellen. Die kann ich einfach erstellen, indem ich hier einmal auf die drei Punkte klicke und sage, duplizieren und umkehren. Und dann habe ich genau die gleiche Maske nur umgekehrt. Jetzt habe ich also den ganzen Außenbereich angewählt und hier werde ich die Belichtung jetzt etwas heruntersetzen und damit eine schöne Vignette in das Bild noch bauen. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich mit einem kleinen Pinsel. Den ich jetzt auch ein bisschen kleiner mache hier. So ein ganz kleines bisschen Belichtung hier noch reinpacke. Wirklich relativ wenig. Aber einfach mal mit dem Pinsel so einen kleinen Strich hier diese Führungslinie einmal entlang ziehen Richtung Berg. Stelle ich jetzt mal die Belichtung noch ein kleines bisschen höher. Nicht zu doll. 0,25 ungefähr. Aber jetzt haben wir hier diese Führungslinie noch mal so ein bisschen aufgehellt und dann den Berg wirklich hier in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt kann ich noch mal in die Masken reingehen und vielleicht hier. Den Verlauf nochmal so ein bisschen absoften, dass der nicht ganz so doll ist. Vielleicht nur eine halbe Blendenstufe, sonst wird das hier vielleicht ein bisschen zu dunkel. Aber ich denke mal, so kann man das Ganze lassen. Und jetzt können wir das Ganze natürlich auch auf die anderen Bilder hier noch übertragen. Also hier haben wir nochmal ein Bild. Ich drücke jetzt die Command-Taste dabei, dass ich alle Bilder hier anwähle. Bleib aber natürlich bei dem ersten bearbeiteten Bild und sage dann einmal synchronisieren, alle auswählen und synchronisiere jetzt alle Arbeitsschritte auf alle anderen Bilder auch noch mit rüber. Muss ich hier nur einmal in das letzte Bild noch reingehen. Hier müssen wir auf jeden Fall den Weißabgleich noch mal so ein bisschen anpassen. Der muss natürlich noch ein bisschen wärmer werden, weil das war jetzt schon eine krasse blaue Stunde dort. Und der muss auch insgesamt ein kleines bisschen dunkler gemacht werden. Es muss jetzt nicht genau passen, aber so ein kleines bisschen möchte ich das farblich noch anpassen. Wenn ich jetzt durch die anderen Bilder hier durchgehe, ja, jetzt ist das ein bisschen farblich Besser noch angepasst. Und hier sieht man jetzt auch, okay, das ist doch noch ein bisschen zu hell. Wir werden hier mal die Weißtöne noch wieder ein bisschen zurücknehmen. Die stelle ich mal sogar auf minus 10 jetzt. Werde ich mal in den anderen Bildern hier auch noch mal Wobei hier geht das. Hier war es jetzt ein bisschen zu doll. Hier könnte man die Weißtöne auch noch wieder ein bisschen runterstellen. Und in dem Bild hier genauso. Und wenn wir jetzt diese vier Bilder fertig haben, die sind jetzt nach wie vor angewählt. Kann ich jetzt hier einmal einen Rechtsklick auf eins der Bilder machen und sage dann Bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen? Und jetzt haben wir hier alle vier Ebenen drin und wir können jetzt hier einmal mit dem Icon hier auf das Auge klicken, dann können wir einzelne Ebenen hier ausblenden. Jetzt haben wir nur die unterste Ebene einmal eingeblendet. Das ist jetzt hier so das Bild, was mir zum Beispiel am besten gefällt, hier für die drei Zinnen, also dass man hier alle Bergspitzen gut sieht. Das ist zum Beispiel ein Bild. Ne? Hier geht der Nebel gut über den Kamm rüber. Auch hier geht der Nebel gut über den Kamm rüber. Und hier haben wir auch nochmal eine schöne Dramatik, zum Beispiel auf der linken Seite drin. Deswegen habe ich diese vier Bilder ausgewählt. Ich habe jetzt erstmal ganz unten mein Standardbild. Und dann können wir die anderen hier entsprechend dann drüber blenden. Was ich aber als ersten Schritt machen möchte, dafür wähle ich einmal alle Ebenen an. Mit gedrückter Shift-Taste ist die unterste Ebene angewählt. Und dann mit einem Klick auf die oberste Ebene habe ich alle angewählt. Gehe ich hier oben einmal auf Bearbeiten und sage dann Ebenen automatisch ausrichten. Lass das hier alles bei Auto stehen. Sage einmal OK. Dann werden alle Bilder nochmal pixelgenau übereinander gelegt, beziehungsweise alle Ebenen. Ich habe auf dem Stativ fotografiert. Ich habe die Kamera nicht angefasst. Da dürfte eigentlich gar nichts passiert sein aber wenn es dann doch mal so ein kleiner Pixel ist, dann können wir das damit ganz einfach korrigieren. Und jetzt wähle ich hier wieder erstmal nur meine unterste Ebene an, das ist meine, meine Base Ebene quasi, meine Basisebene und wähle jetzt als nächstes die zweite Ebene an und dort möchte ich nur bestimmte Bereiche von einblenden. Das heißt, ich wähle diese Ebene jetzt hier an und werde sie mit einer Ebenenmaske versehen. Und wenn ich dabei die Options oder Alt Taste drücke, dann wird diese Ebenenmaske komplett schwarz. Das heißt, erstmal wird diese Ebene komplett ausgeblendet. Und ich kann jetzt mit einer weißen Vordergrundfarbe und einem Pinsel. Deckkraft stelle ich hier mal so auf ja, so 60%, Fluss so auf 60%. Und jetzt kann ich hier einfach mal anfangen, mit einem Pinsel so ein paar Mal hier rüber zu malen. Den Pinsel lasse ich auch immer mal wieder zwischendurch los. Und kann dadurch jetzt hier entsprechend Nebel von der zweiten Ebene reinmalen. Und dabei lasse ich hier oben aber natürlich die Basisebene komplett unangetastet. Das heißt, hier werden jetzt also die Berge natürlich trotzdem noch so komplett angezeigt. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt kann ich hier die nächste Ebene anwählen und hier sieht man zum Beispiel auf der rechten Seite ist der Nebel noch ein bisschen stärker. Deswegen gleicher Schritt wieder mit gedrückter Alt oder Optionstaste eine dunkle, eine schwarze Ebenenmaske erstellen und dann male ich jetzt hier wieder mit meinem weißen Pinsel einfach diese Ebene entsprechend in das Bild noch mit dazu. Ja, hier kann man auch noch mal gucken, ob hier noch irgendwas besser aussieht. Das sieht aber ganz gut aus. Und die letzte Ebene, da geht es mir vor allem hier nochmal um die linke Seite. Und die werde ich jetzt auch wieder mit gedrückter Option oder Alt-Taste ausmaskieren. Und dann mit einem weißen Pinsel male ich das Ganze jetzt hier wieder ganz einfach rein. Und jetzt habe ich wirklich das Beste aus allen Welten. Das waren tatsächlich immer nur so ein paar Minuten dazwischen, zwischen den Bildern. Aber so habe ich jetzt ein Bild, was mir wirklich komplett von vorne bis hinten gefällt. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, das Ganze einmal wieder schließen und dann können wir das Ganze noch final in Lightroom einmal anschauen, noch ein bisschen zuschneiden, wenn wir das noch brauchen und haben dann unser fertiges Ergebnis, was ich dann im nächsten Video drucken kann. Hier habe ich jetzt das fertige Bild drin und natürlich, man sieht jetzt, man hat so einen ganz leichten weißen Rand, den würde ich jetzt hier noch rausnehmen, einmal auf das Freistellentool gehen und dann können wir das Ganze hier entsprechend ein kleines bisschen noch beschneiden. Wie wir das gerne hätten. Ich achte darauf, dass die drei Zinnen hier wirklich in der Mitte sind. Wir haben eine schöne führende Linie, die ja einmal nach rechts rausbricht, sogar über die zwei dritte Linie hier drüber hinweg. Und auf der linken Seite haben wir trotzdem auch unsere interessanten Bereiche mit den Wolken und dem Nebel hier hinten. Also das gefällt mir schon mal so richtig gut. Ich finde, insgesamt kann auch ein bisschen Kontrast dazu gegeben werden. Wir könnten auch noch mal ein bisschen Kontrast in den Mitteltönen aufbauen. Dafür gehe ich jetzt hier in das Maskenmenü noch mal rein und sage dann, ich möchte eine Bereichsmaske, einen Luminanzbereich erstellen, wo ich jetzt hier nur die Mitteltöne auswähle. So, von 35 bis 65 ungefähr. Können das Ganze aber natürlich komplett auslaufen lassen. Und dann kommt hier auch noch mal ein bisschen Kontrast mit dazu. Und jetzt kommen wir so langsam dahin, wo es mir richtig gut gefällt, die Weißtöne. Können wir hier auch noch ein bisschen anheben. Vielleicht auch insgesamt die Belichtung noch ein kleines bisschen. Wir sind jetzt immer noch hier in den Mitteltönen drin. Aber das gefällt mir so richtig gut. Schwarz noch ein kleines bisschen runter. Ein ganz kleines bisschen. Und jetzt haben wir hier einen sehr schönen Kontrast in diesem Bild drin. Und ich finde, das ist doch ein Ergebnis, was wir uns so auch an die Wand hängen können. Darum geht es dann in dem nächsten Video. Wie wir das Ganze für den Druck vorbereiten und an die Wand hängen. So viel also zur Bearbeitung. Dieses fertige Bild können wir jetzt im nächsten Video dann noch für den Druck vorbereiten, es drucken lassen und dann auch an die Wand hängen. Also es gibt einen dritten Teil, sei da gespannt drauf. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann es auf jeden Fall nachholen, damit du dieses Video dann auch nicht verpasst. Und ansonsten kannst du natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, Kommentare schreiben und so weiter. Vielen, vielen Dank nochmal an Saal Digital, die diese Videoreihe hier unterstützen und wie gesagt, da einfach mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung auschecken. Wenn du selber Interesse daran hast, deine Fotos zu drucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.